Wir haben ein Dilemma. Die Weltbevölkerung steigt stetig. Die UN rechnet im Jahr 2050 mit mehr als 9,7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und wir alle haben Bedürfnisse, für deren Deckung wir Land benötigen. Einmal brauchen wir Land, um unsere Nahrung zu produzieren. Wir brauchen Land, um unsere Energie zu produzieren, zum Beispiel aus solaren Freiflächenanlagen. Und wir müssen natürlich alle irgendwo wohnen. Diese drei Sektoren stehen in Konkurrenz zueinander und nicht nur zueinander, sondern auch gegen die natürlichen Ökosysteme, die wir noch auf diesem Planeten haben. Vor allem zwischen der Landwirtschaft und der Energieerzeugung hat sich diese Konkurrenz um Land in den letzten Jahren manifestiert. Vielerorts ersetzen Freiflächenanlagen ehemalige landwirtschaftliche Aktivitäten. Und es gibt noch eine weitere Entwicklung. Durch den Klimawandel nehmen Starkwetterereignisse immer weiter zu. Es kommt häufiger zu Dürre, zu Trockenheit, aber auch zu Hagel oder Starkregen. Und wer leidet eigentlich vor allem unter diesen Entwicklungen? Das ist die Landwirtschaft. Ernteausfälle belasten sie finanziell. Allein in Deutschland werden jedes Jahr Betriebe aufgegeben. Um dieses Dilemma zu entschärfen, müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, der Landwirtschaft wieder eine Zukunftsperspektive zu geben, eine resiliente und klimaneutrale Landwirtschaft aufzubauen. Und genau deshalb bin ich heute Abend hier. Ich möchte über einen Ansatz reden, die Agri-Photovoltaik. Da hat man Landwirtschaft unten und auf einer Höhe von 3 bis 5 Metern oder auch höher, sodass landwirtschaftliche Maschinen darunter fahren können, befinden sich Photovoltaikmodule. Die Idee ist eigentlich ganz simpel. Landwirtschaft, solare Anlage und man packt beides auf eine Fläche. Natürlich müssen die Sektoren aneinander angepasst werden. Dabei ist Lichtmanagement sehr wichtig, denn Pflanzen brauchen Licht zum Wachsen. Um genug Licht durchzulassen, muss man zum Beispiel die Photovoltaikmodule etwas weiter auseinanderstellen. Dadurch hat man ein bisschen weniger Stromertrag wie auf einer vergleichbaren Freiflächenanlage. Trotzdem hat man ungefähr noch 80% des Stromertrags und zusätzlich natürlich noch die landwirtschaftlichen Erträge. Auch da kann man im Durchschnitt sagen, man hat 80% landwirtschaftliche Erträge plus die 80% Stromertrag. Ergeben zusammen eine Landnutzungseffizienz von 160%. Und je nach System, je nach Pflanze oder Kultur sogar mehr. Also eine doppelte Landnutzung. Wir vom Fraunhofer ISE, wir haben auch mal getestet, wie diese Pflanzen unter so einer Agri-Photovoltaikanlage wachsen würden. Dafür wurde diese Anlage gebaut. Sie steht in Hegelbach, in der Hofgemeinschaft Hegelbach und wurde 2016 im Rahmen des Forschungsprojektes APV Resola gebaut. Innerhalb von 3 Jahren haben wir getestet, wie die Pflanzen neben der Anlage und unter der Anlage wachsen. Dabei wurde wirklich Erstaunliches festgestellt. Ihr seht hier ein Diagramm der Erträge für 2017 und 2018 im Vergleich für die 3, 4 Kulturen Winterweizen, Kartoffeln, Sellerie und Kleegras. 2017 hier in Blau, da hat man um die 20% weniger Erträge. Das heißt, man hat immer noch 80% der landwirtschaftlichen Erträge, natürlich zusätzlich den Stromertrag. Ihr erinnert euch aber vielleicht an das Jahr 2018. Ein besonders heißes und trockenes Jahr. Und in diesem Jahr hatte man tatsächlich höhere Erträge unter der Anlage als neben der Anlage. Das liegt daran, dass es Synergien gibt zwischen den Pflanzen und der Anlage. Durch die Beschattung ändert sich das Mikroklima. Der Boden bleibt feuchter, an heißen Sommertagen unter der Anlage kühler und nachts wärmer. Deshalb kann man durch Agri-Photovoltaik in ariden, das heißt besonders heißen und trockenen Regionen, die Erträge sogar steigern. Und Agri-Photovoltaik schützt nicht nur gegen Trockenheit oder Dürre, sondern auch gegen Starkregen oder Hagel. Hier zum Beispiel wurde bei einer Anlage in den Niederlanden der konventionelle Himbeeranbau die Hagelschutznetze durch Agri-Photovoltaik-Paneele ersetzt. Nun so viel zu den Pflanzen. Wie sieht es eigentlich mit dem Strom aus? Durchschnittlich kostet der Strom aus einer Agri-Photovoltaik-Anlage zwischen 6 bis 8 Cent pro Kilowattstunde und ist damit sogar bis zu 20% günstiger als aus so einer durchschnittlichen Dachanlage, die man so kennt. Hier seht ihr ein Stromnutzungsdiagramm
aus der Hofgemeinschaft Hegelbach für einen Tag im Sommer, zwischen 0 und 24 Uhr. Und ihr seht, zwischen 0 bis 7 Uhr musste der Strom aus dem Netz bezogen werden. Von 7 bis gut 18 oder 19 Uhr jedoch wurde der Eigenbedarf komplett aus der Anlage gedeckt. Das sieht man hier in Gelb. Und zusätzlich in Grün wurde noch viel mehr Strom produziert. In dem Fall wurde der Strom ins Netz eingespeist. Man kann ihn auch direkt an Nachbarn vermarkten oder aber durch einen integrierten Energiespeicher selber nutzen. Egal, ob das ein Batteriespeicher ist oder ob man mit dem überschüssigen Strom Wasserstoff produziert, mit dem man dann landwirtschaftliche Maschinen betreiben kann. Es gibt viele weitere Möglichkeiten, den Strom zu nutzen, und alle zusammen helfen dabei, den ganzen Hof klimaneutral zu gestalten. Jede Pflanze ist anders, jeder Hof ist anders. Tatsächlich kann man auch jedes Agri-Photovoltaik-System recht anders gestalten und sehr gut anpassen. Zum Beispiel seht ihr hier eine vertikale Anlage. Die wird hier kombiniert mit der Nutztierhaltung. Und vor allem in windigen Gegenden können vertikale Anlagen als Windbrecher fungieren. Vielleicht fragt ihr euch, hä, das ist doch eine vertikale Anlage. Das ist gar nicht zur Sonne hin ausgerichtet. Produziert die überhaupt genug Strom? Und tatsächlich ja, dank einer technischen Neuerung, den bifazialen Modulen, wo bei so einem Solarpanel die Vorder- und die Rückseite als Solarzelle fungiert. Bifaziale Module werden sehr gerne bei Agri-Photovoltaik angewendet. Eine weitere coole technische Neuerung, das Auffangen von Regenwasser. Dieses Regenwasser kann dann mit dem Strom aufbereitet werden und über trockene Perioden hinweg helfen. Dieser Ansatz wird gerade vom Fraunhofer ISE in Gambia und Mali erforscht. Naja, die Technologie klingt echt cool. Warum sieht man die nicht überall? Tatsächlich hat sich erst in den letzten 10 Jahren in der Solarbranche sehr viel geändert, wodurch Agri-Photovoltaik möglich wird. Es gibt allerdings noch einige bürokratische Hürden in der Gesetzesgebung. Unter anderem deshalb arbeiten wir zusammen mit dem Fraunhofer ISE daran und dem Institut für Normung daran, einen Standard für Agri-Photovoltaik zu entwerfen. Dieser ist tatsächlich seit diesem Freitag online. Agri-Photovoltaik wird auch nicht nur in Deutschland praktiziert. China ist Vorreiter und hat mehr als 2 Gigawatt installiert. Auch in Japan ist das Konzept Solar Sharing sehr bekannt. Oder in Frankreich wird mit dem Weinbau geforscht. Gegen Ende möchte ich nochmal die Vorteile der Agri-Photovoltaik zusammenfassen. Erstens der Pflanzenschutz durch die Synergien zwischen der Pflanze und der Anlage. Zweitens der Bodenschutz durch ein verbessertes Mikroklima unter der Anlage. Drittens der Flächenschutz durch eine doppelte Flächennutzung. Natürlich die Stromerzeugung, die eine zusätzliche Einnahmequelle für die Landwirtschaft sein kann und zu einer dezentralen Energieversorgung beiträgt. Seit neuestem auch das Wassermanagement. Und alles zusammen ist Agri-Photovoltaik ein Beitrag zum Klimaschutz. Ich habe mir auch mal erlaubt, Agri-Photovoltaik mit den globalen Nachhaltigkeitszielen abzugleichen. Und mir sind mindestens 10 eingefallen, wo ich sagen würde, Agri-Photovoltaik bringt uns in die richtige Richtung. Unter anderem der Ausbau der erneuerbaren Energien, genauso wie die Zukunftsperspektive für die Landwirtschaft, aber auch der Kampf gegen Hunger und der verantwortungsbewusste Umgang mit unseren Ressourcen. Um unsere Klimaziele in Deutschland zu erreichen, müssen wir in den nächsten 30 Jahren das, was wir jetzt an solare Leistung installiert haben, mindestens verzehnfachen. Das ist eine enorme Aufgabe und Agri-Photovoltaik wird hoffentlich einen Beitrag leisten. Das Potenzial ist auf jeden Fall da und Ackerflächen, wo man diese Technologie installieren könnte, gibt es auch mehr als genug. Und wer weiß, vielleicht kommt euer Strom ja in ein paar Jahren aus einer Agri-Photovoltaikanlage. Das ist dann euer ganz besonderer Beitrag, die Flächenkonkurrenz einzudämmen und eine resiliente und klimaneutrale Landwirtschaft mit aufzubauen. Danke.